Kurz vor ihrer Hochzeit teilen Laura und Massimo einen privaten Moment, doch Lauras Freundin Olga erwischt sie. Olga erinnert sie an den Aberglauben, der besagt, dass das Sehen der Braut vor der Hochzeit Unglück bringt. Massimo folgt Olgas Rat und geht, scherzend, dass Olga beim nächsten Mal mitkommen sollte. Als Massimo geht, fragt Olga Laura, ob sie ihm von etwas Wichtigem erzählt hat, dem Verlust ihres Kindes in einem Tunnel während eines Krieges, wo sie knapp entkommen ist. Laura gibt zu, dass sie es ihm nicht erzählt hat, weil sie befürchtet, dass es Probleme verursachen könnte. Dieses Geheimnis lastet auf ihr, aber Olga tröstet sie. Olga erkennt Lauras Stärke und versichert ihr, dass sie nicht alleine ist. Beide wachen auf und beginnen mit den Vorbereitungen für die Hochzeit. Die Hochzeit ist schön, mit ihren Freunden und Verbindungen aus der Mafia. Massimo und Laura werden offiziell verheiratet. Ihre Flitterwochen sind großartig und sie haben eine gute Zeit zusammen. Doch eines Tages sieht Laura, wie Olga und Domenico Spaß haben. Laura denkt daran, hinter ihnen aufzuräumen, aber Massimo sagt Domenico, er solle sich auf die Arbeit konzentrieren. Mitten in diesem Geschehen informiert Massimo Laura über eine Überraschungsreise, die er organisiert hat. Laura ist verärgert, weil sie das Gefühl hat, dass Massimo alles kontrollieren will. Es gibt einen kleinen Streit, aber Massimos Abgang beruhigt die Dinge. Beim Mittagessen spricht Laura mit Olga darüber, wie sie reagiert hat, und Olga sagt ihr, dass dies in einer Ehe normal ist. Olga schlägt vor, dass Laura versucht, die Dinge mit Massimo durch mehr Romantik zu verbessern, und es funktioniert. Sie versöhnen sich in dieser Nacht. Doch am Morgen passiert etwas Unerwartetes. Massimo steht früh auf und geht, obwohl Laura das nicht möchte, und er sagt, sie sollten zu ihren üblichen Routinen zurückkehren. Nachdem er das Restaurant plötzlich verlassen hat, kommt Massimo an und stört Laura und Olga während ihrer Mahlzeit. Er ruft sie weg und lässt sie ihr Essen nicht genießen. Die Geschichte wechselt zu ihrem Haus. Laura ist auf dem Balkon und denkt nach. Massimo kommt rüber und unterbricht ihre Gedanken. Es ist Nacht, der Himmel ist mit Sternen bedeckt. Laura fängt an, über ihren schwierigen Start zu sprechen, wie sie entführt wurde, aber schließlich sich in Massimo verliebte. Sie sagt auch, dass sie ihre eigene Person ist und nicht nur unter seiner Kontrolle steht. Sie ist seine Frau und hat das Recht, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Massimo versucht zu erklären, warum er beschützend gehandelt hat, aber Laura unterbricht mit einer starken Antwort. Sie sagt, dass die aktuelle Situation sich anfühlt wie eingesperrt sein, nicht sicher. Wütend geht sie zu ihrem Auto, und Massimo merkt, dass er Fehler gemacht hat. Er stimmt ihr zu. Mit der Zeit ist Laura in der Ruhe ihres Gartens. Ein neuer Mensch, Nacho, der jetzt der Gärtner ist, kommt zu ihr. Sie stellen sich vor, und Nacho erzählt ihr von seinem spanischen Hintergrund. Er erklärt, warum er auf eine bestimmte Weise spricht und wie er vor kurzem angefangen hat, für Massimo zu arbeiten. Sie sprechen über verschiedene Dinge, und Laura erwähnt, dass sie das Gefühl hat, keinen klaren Zweck zu haben, außer eine Ehefrau zu sein. Doch Nacho widerspricht und sagt, dass ein engagierter Partner zu sein sehr wichtig ist und viel Tiefe hat. Sie haben ein bedeutsames Gespräch, und Nacho verabschiedet sich schließlich mit der Zusage, schöne Blumen für Laura zu gestalten. Die Geschichte wechselt zu einer lebhaften Weihnachtsfeier. Massimo schenkt Laura ein Bekleidungsunternehmen. Dies zeigt, dass er ihren Wunsch versteht, einen Job zu haben und unabhängig zu sein. Laura ist dankbar und sehr glücklich. Sie nimmt das Geschenk an und fühlt sich freudig. Sie beschließt, Massimo etwas zurückzugeben, um zu zeigen, dass sie sich auch um seine Wünsche kümmert. Zur gleichen Zeit passiert etwas Ähnliches. Domenico gibt Olga einen Ring und bittet sie, ihn zu heiraten. Er meint es ernst. Olga ist von seiner Ehrlichkeit bewegt und sagt ja. Sie feiern ihre Verlobung mit Glück. Während die Party weitergeht und alle sich amüsieren, wird die Nacht privater. Laura und Massimo verbringen romantische Momente miteinander. Später, als sie sich entspannen, bedankt sich Laura bei Massimo, dass er ihre Eltern zur Party eingeladen hat. Sie haben ein fürsorgliches Gespräch über Massimos Familie, und Laura bemerkt, dass seine Verbindungen kleiner werden. Selbst Mario, der früher für sie gearbeitet hat, ist weg. Massimo erzählt Laura, dass Mario beschlossen hat, in den Ruhestand zu gehen, weil er sich schuldig fühlt, was in der Vergangenheit mit Laura passiert ist. Sie sprechen über Massimos Gefühle von Einsamkeit, die durch komplizierte familiäre Angelegenheiten noch verstärkt werden. Laura wird frustriert, weil sie spürt, dass Massimo sich isoliert, und sie haben einen angespannten Streit. Massimo enthüllt diesen verborgenen Teil seines Lebens, und es fühlt sich an, als könnte er gehen und unausgesprochene Emotionen mit sich tragen. Später gehen Laura und Olga zu einer bevorstehenden Veranstaltung, um Kleider auszusuchen. Sie treffen Emily, die lebhaft und voller Energie ist.
Emily spricht davon, zukünftig gemeinsam Geschäfte zu machen, und sie beginnen, nach Kleidern zu suchen. Schließlich wählen sie Kleider für die Party aus, aber Laura ist immer noch unruhig. Olga fragt sie danach, und Laura deutet an, wütend auf Massimo zu sein, und beschließt, später darüber zu sprechen. Die Geschichte wechselt zur Veranstaltung. Laura und Massimo sitzen zusammen, aber Massimo konzentriert sich hauptsächlich darauf, mit seinen Partnern über Geschäfte zu sprechen. Laura fühlt sich zunehmend ausgeschlossen. Sie haben einen plötzlichen Streit, als Laura sagt, dass sie gehen möchte, und Massimo wird defensiv und wütend. Sie werden noch distanzierter, als er weggeht und sagt, dass sie später reden müssen. Lauras Eltern treten ein und helfen ihr. Sie bieten Trost an und erklären, dass Kompromisse in einer dauerhaften Ehe wichtig sind. Während die Nacht fortschreitet, fängt Laura an, zur Musik zu tanzen und sich im Rhythmus zu verlieren. Plötzlich sieht sie Massimo oben auf einer großen Treppe mit seiner Ex-Freundin Anna. Laura wird neugierig und unruhig, also folgt sie ihnen durch verwinkelte Flure, bis sie eine herzzerreißende Szene entdeckt: Massimo und Anna in einem engen und privaten Moment. Dieser Anblick bricht ihr das Herz und sie fühlt sich zutiefst erschüttert. Sie verlässt schnell die Party, um dem Schmerz zu entkommen. Während sie entlang der Straße geht, ohne ein bestimmtes Ziel zu haben, trifft Laura auf Nacho. Er steigt aus dem Auto aus und versucht, sie zu trösten. Laura kann ihre Gefühle nicht gut erklären, also bittet sie ihn einfach, sie von ihrem Leiden wegzubringen. Während das Auto fährt, wirbeln Lauras Emotionen in ihr, und schließlich bittet sie Nacho, anzuhalten. Sich sehr allein fühlend, spricht sie darüber, wie sie sich töricht fühlt und für immer vor ihren Problemen fliehen möchte. In einer überraschenden Wendung lädt Nacho Laura ein, mit ihm in das Strandhaus seiner Familie zu fahren und ihr eine Pause von ihren Sorgen zu gönnen. Laura sieht die Gelegenheit für etwas Zeit alleine und trennt ihre digitalen Verbindungen zu ihrer Vergangenheit ab. Sie beschließt, sich auf dieses neue Abenteuer mit Nacho einzulassen. Das Strandhaus wird für sie zum Zufluchtsort, und Nacho kümmert sich um sie und macht sie wieder glücklich. Bei einem gemeinsamen Essen fügt Nacho eine persönliche Note hinzu, indem er ein Gericht aus den Traditionen seiner Familie serviert. Das Strandhaus, reich an Erinnerungen an seinen Vater und seine Schwester Amelia, bildet den Hintergrund für ihre wachsende Nähe. Während sie Zeit miteinander verbringen, finden Laura und Nacho Trost und Verständnis und bauen eine Verbindung auf, die ihren Schmerz lindert. Währenddessen steht Massimo im Strandhaus Lauras wütender Mutter gegenüber, die ihm ins Gesicht schlägt. Massimo behauptet, er wisse nicht, wo Laura ist, aber ihre Mutter beschuldigt ihn, für Lauras Abwesenheit verantwortlich zu sein. Während die Geschichte fortschreitet, lernt Laura Amelia bei einem Tag am Strand kennen. Amelias freundliche Worte spiegeln die Gefühle derer wider, die sich um Laura sorgen und Nacho Glück wünschen. Allerdings zögert Laura, die von ihren komplizierten Gefühlen überwältigt wird, über eine Zukunft mit jemandem nachzudenken. Während sie mehr Zeit miteinander verbringen, wird die Bindung zwischen Laura und Nacho stärker. Während eines Filmabends führen sie ein offenes Gespräch. Laura gibt zu, dass sie immer noch Sehnsucht nach Massimo hat. Nacho bietet als Antwort eine frische Perspektive an, die Laura hilft, die Dinge zu sehen. Er beschreibt Massimo als jemanden mit Schwächen und drückt seine Ungläubigkeit aus, dass er jemanden so Unglaubliches wie Laura verletzen könnte. In den kommenden Tagen füllen Laura und Nacho ihre Zeit mit verschiedenen Aktivitäten und stärken ihre Verbindung durch gemeinsame Erlebnisse. Mit der Zeit fühlt sich Laura immer stärker zu Nacho hingezogen und träumt davon, ihm näher zu kommen, obwohl sie nicht viel über ihre Gefühle spricht. Ein Wendepunkt tritt ein, als sie zusammen schwimmen gehen. Sie teilen einen sanften Kuss, der Funken versprüht, aber sie beschließen, nicht weiterzugehen. In einem anderen Teil der Geschichte trifft Massimo Anna und spürt eine Verbindung zwischen ihr und Lauras Verschwinden. Anna deutet etwas an und gibt einen Hinweis darauf, dass ihre geteilte sizilianische Herkunft mit Massimos Glück zusammenhängt. Massimo erkennt jedoch ihre Täuschung und beschuldigt sie, in Lauras Verschwinden verwickelt zu sein. Ihre Konfrontation enthüllt eine schockierende Wahrheit. Ein Mann, der Massimo aufs Haar gleicht, tritt vor und stellt sich als Adriano vor, Massimos Zwillingsbruder. Im Verlauf der Geschichte wird klar, dass Anna und Adriano gemeinsam einen hinterlistigen Plan geschmiedet haben. Sie haben einen komplexen Plan orchestriert, um Laura zum Gehen zu bringen, da Anna befürchtet, dass Massimos Verdacht ihren Plan ruinieren könnte. In den kommenden Tagen nimmt Lauras Reise eine unerwartete Wendung, als Nacho ihr von einem bevorstehenden Treffen erzählt, an dem sein Vater und Massimo beteiligt sind. Laura ist verwirrt über den Kontrast zwischen dem luxuriösen Lebensstil eines Gärtners und seinem Job. Ihre Verwirrung führt zu einem offenen Gespräch mit Nacho. Mit schwerem Herzen offenbart er eine schockierende Wahrheit: Er ist das Kind eines mächtigen örtlichen Mafiaführers,
eines direkten Rivalen von Massimo. Laura ist von dieser Enthüllung überrascht und fragt sich, ob Nachos Handeln von der Autorität seines Vaters beeinflusst wurde. Er beruhigt sie und sagt, dass sie freiwillig bei ihm sei und er einen anderen Weg gefunden hätte, wenn sie nicht zugestimmt hätte. Ihre Reise führt sie an einen bedrohlichen Ort, bewacht von ernst blickenden Figuren. Während Nacho tiefer in diesen Ort vordringt, ist Laura sowohl aufgeregt als auch besorgt. Im Inneren des Gebäudes wird Nacho Zeuge einer angespannten Konfrontation zwischen Massimo und seinem Vater. Die Atmosphäre ist von Spannung durchzogen, als sie sich über einen wichtigen Geschäftsdeal streiten und beide versuchen, ihre Macht in ihrer hochriskanten Welt zu behaupten. Diese Interaktion offenbart den fragilen Zustand von Massimos Geschäftsimperium und die Last der Geschichte seiner Familie. In einem unbeabsichtigten Versprecher lässt Nachos Vater indirekt durchblicken, dass Laura nun von ihrer mächtigen Familienwache festgehalten wird. An einem düsteren und trostlosen Ort sieht sich Laura unerwartet einer Konfrontation gegenüber. Während sie versucht, ihre unheimliche Umgebung zu begreifen, entdeckt sie ein rätselhaftes Geheimnis über Massimo. Er hat einen Zwillingsbruder namens Adriano. Die Spannung steigt, als Massimo und Nacho zum Ort eilen, um Laura vor drohender Gefahr zu retten. Bevor sie jedoch eingreifen können, übernimmt Adriano die Kontrolle, hält Laura mit einer Waffe bedroht fest. Die Situation wird intensiv, die Macht verschiebt sich in einem packenden Showdown. Mit Entschlossenheit kämpft Laura um ihre Freiheit und sorgt für Chaos im Raum. Anna, eine Person, die tief in diese Ereignisse verwickelt ist, tritt mit tödlicher Absicht auf den Plan und schießt auf Laura. Doch in einer unerwarteten Wendung tritt Nacho ein, zielt seine Waffe auf Anna und löst eine Reihe von Vergeltungsaktionen aus. In einem packenden Höhepunkt steht Massimo seinem Zwillingsbruder Adriano in einer angespannten Konfrontation gegenüber. Massimos unbeirrbarer Wille, Laura zu schützen, wird deutlich, als er einen letzten Schuss abgibt, der Adriano lähmt und die intensive Situation beendet. Massimo hält Laura eng umschlungen, wird zu ihrem Schild im Chaos. Ein starkes Symbol für Schutz und Zuneigung inmitten des Durcheinanders. Mit den sich zusammenfügenden Teilen verschieben sich Allianzen, und der Entschlossenheit der Menschen leuchtet hell. Dies erinnert daran, dass selbst in herausfordernden Momenten Raum für Erlösung und Hoffnung ist.